sowohl ein Teil der Abonnenten auf diesem Kanal, als auch wahrscheinlich alle Leute, die zufällig auf dieses Video hier draufgeklickt haben. Ich gehe recht in der Annahme, wir sind allesamt sehr starke The Walking Dead Fans und sind alle sehr, sehr, sehr traurig, dass die Originalserie bzw. die Hauptmutterserie The Walking Dead augenscheinlich zu Ende ist. Aber wir brauchten ja nicht lange weinen, denn es wurde ja schon früh angekündigt, dass wir ganze 3 Spin-Offs bekommen. Einmal das Daryl Dixon Spin-Off, das Maggie und Negan Spin-Off und natürlich das Rick und Michonne Spin-Off. Und mit der Zeit sind natürlich sehr viele Leaks oder Informationen zu diesen Serien ans Licht gekommen. Aber für mich persönlich am interessantesten waren die Leaks zu der Rick und Michonne Serie. Und darum soll es im heutigen Video gehen. Ich fasse hier mal alle Informationen, die wir Stand jetzt, leak-technisch sage ich mal, über diese Serie bekommen haben und pfeffer dann auch meine Theorien rein, wie die Serie eventuell ablaufen könnte. Und was diese Bilder alles zu bedeuten haben. Denn ich finde, die Rick und Michonne-Serie hat auf jeden Fall Stand jetzt die interessantesten Leaks bzw. die interessantesten Informationen, die wir dazu bekommen haben. Und deswegen fasse ich das heute hier mal zusammen. Und damit heiße ich euch aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, wie gesagt, Rick und Michonne, beziehungsweise, wie es ja, ich weiß nicht, ob es offiziell so heißt, auf jeden Fall mehr oder weniger Arbeitstitel, The Walking Dead Summit. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, welche Serie als erstes kommt. Ich glaube, wir bekommen erst die Maggie und Negan Serie, dann die Daryl und dann Rick und Michonne. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher, verbessert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Auf jeden Fall glaube ich, die Rick und Michonne Serie ist auf jeden Fall eher hinten angestellt von Veröffentlichungsdatum her. Nichtsdestotrotz sind jetzt schon die Dreharbeiten losgegangen und es sind dazu natürlich einige Leaks, beziehungsweise was heißt Leaks, Informationen, Bilder, Videos im Netz gelandet, die ich hier heute mal versuche zusammenzutragen. Und ja, wie schon erwähnt, die Dreharbeiten haben schon gestartet und wir wissen jetzt auch, dass die Serie zum Teil im Hamilton Park in New York spielen wird. Denn dazu haben wir auch jetzt eine Aufnahme bekommen, wo der liebe Ricky Dicky Duda Grimes daher walked, würde ich mal sagen. Dazu kommt, dass wir sehr viele Bilder vom Set bekommen oder gesehen haben, die auch zeigen, dass es wieder sehr viel auf so alten Stuff zurückgegriffen wird. Heißt, wie ich es ja schon mal in einem Video angesprochen habe, mittlerweile sind wir in The Walking Dead an einem Punkt, abgesehen vom CRM oder dem Commonwealth, dass wir nicht mehr sehr viele futuristische Waffen haben, also nicht mehr, also eher dieses Stock- und Steinmäßige wiederbekommen. Das gleiche natürlich auch, anstatt Autos haben wir Pferde und das sieht man in den Setbildern, dass wir das auch zum Teil wiederbekommen. Meine Theorie dahingegen wäre, dass auf jeden Fall sich das bezieht auf die Gruppe, mit der Michonne unterwegs ist, weil die scheint ja eher so retro unterwegs zu sein. Wohingegen halt das CRM ein bisschen fortgeschrittener und besser ausgestattet ist. Wir haben mittlerweile 2 Outfits zu Rick Grimes oder von Rick Grimes gesehen. Zum einen hätten wir das Neuankunfts- bzw. Fluchtsoutfit, was wir ja aus der finalen Folge der finalen Staffel kennen. Halt diese komische Lederjacke mit diesem rot-orangenen Logos und Verzierungen. Das ist das eine Outfit. Wie gesagt, für mich eher dieses Gefangenen-Übergangs-Outfit, was er einfach bekommen hat. So von wegen hier, da hast du jetzt vernünftige Kleidung, so halbwegs. Aber wir haben auch auf der anderen Seite ein fucking krasses Badass-Outfit bekommen. Und dieses Outfit sieht für mich persönlich unfassbar stark danach aus, dass Rick entweder sich dem CRM angeschlossen hat, beziehungsweise einfach damit lebt, für das CRM, mit dem CRM zu arbeiten, oder zumindest mit irgendeiner anderen krassen Gruppierung, die so krasse Badass-Outfit hat. Es erinnert mich zum Teil leicht an die Outfits der Reaper, aber ein bisschen mehr an das Outfit von Jadis in World Beyond. Und hierzu hätte ich dann nochmal eine größere Theorie. Und zwar, Rick wurde ja als A aufgenommen im CRM, heißt ja mehr oder weniger als potenzielle Aushilfskraft, Arbeitskraft, als Mensch, der dem CRM weiterhelfen kann. Denn meine Theorie ist nun, dass der Rick, den wir in diesen CRM-Klamotten sehen, diesem orangenen Outfit, dass das kurz, oder was heißt kurz danach, mehr oder weniger kurz danach, der Rick ist, der die Brücke in die Luft gesprengt hat. Also heißt, der gerade da angekommen ist, beziehungsweise vielleicht gerade ausbrechen will. Denn es könnte natürlich auch gut sein, dass das das Outfit ist, was wir in der finalen Folge sehen, dass er vielleicht erst ein paar Monate da ist und versucht hat auszubrechen, oder er wieder versucht hat auszubrechen, dementsprechend das Outfit hat. Und die Szenen, die wir sehen, quasi Szenen kurz vor oder nach dem Ausbruchsversuch von ihm sind. Und da kommt es jetzt zu dem Punkt, der das für mich eigentlich relativ realistisch macht, also aufpassen. Seit Ricks Verschwinden in The Walking Dead sind circa 8 bis 9 Jahre im The Walking Dead-Universum vergangen. Der Rick, den wir aber im Finale der Hauptserie sehen, in diesem CRM-Outfit mit dem Helikopter, sieht für mich nicht danach aus, als wäre dieser Rick 8 bis 9 Jahre schon unterwegs gewesen. Es sieht allerhöchstens nach einem Jahr aus, vielleicht aber sogar eher weniger, denn sowohl Bartwuchs als auch Haarwuchs ist
relativ gleich zu dem Moment, wo er die Brücke in die Luft gesprengt hat. Also ist Stand jetzt meine Theorie, dass wir in der Serie zwei Zeitlinien sehen. Einmal die Zeitlinie, die gerade so nach der Brückenexplosion, heißt vielleicht maximal ein Jahr nach Ankunft von Rick beim CRM spielt, wie er sich da einlebt, wie er vielleicht versucht abzuhauen, wie er mehrfach versucht abzuhauen. Und die zweite Zeitlinie, die halt 8 bis 9 Jahre später spielt, wo wir sehen, okay, Rick hat sich vielleicht damit abgefunden, für das CRM zu arbeiten, beziehungsweise Rick muss es machen, um einfach weiter zu leben. Wie gesagt, natürlich schließe ich hier nicht aus, dass das Outfit, was wir da an Rick sehen, nicht unbedingt das CRM-Outfit sein muss. Es kann natürlich auch von einer anderen krassen, badass aussehenden Organisation sein. Es zeigt aber sehr deutlich eigentlich, dass es ein CRM-Outfit sein sollte. Nochmal kurz bildlich zusammengefasst. Der Rick ist vielleicht 5 Monate beim CRM, hat keinen Bock auf die und will eigentlich nur abhauen. Und der Rick ist wahrscheinlich schon 8 bis 9 Jahre da, hat sich vielleicht damit abgefunden, dafür die zu arbeiten und lebt erstmal so sein Leben vor sich hin. Wo wir auch jetzt mehr oder weniger zu einem weiteren Anhaltspunkt, sage ich mal, kommen, dass die zwei Zeitlinien potenziell vorkommen werden. Und zwar, wir bekommen Jadis. Ja, und Jadis sieht in diesen Bildern oder auf diesen Bildern einfach nach der Jadis aus, die wir als letztes in The Walking Dead zu Gesicht bekommen haben. Zumindest in der The Walking Dead Hauptserie. Denn wir sehen sie hier mit ihren langen Haaren. Gut, auf dem einen Bild sagt das Internet, sieht sie sehr aus wie Michael Jackson. Ich kann es verstehen. Aber wenn wir an World Beyond denken, hatte sie verdammt kurze Haare. Und deswegen würde das die These unterstützen, dass wir zwei Zeitlinien oder zumindest zwei Zeitabschnitte abdecken. Und zwar einmal das, wo Jadis Rick gerade hingebracht hat, er verarztet wurde und halt sich erstmal jetzt mit dem CRM auseinandersetzen muss. Und einmal das, wo Jadis kurze Haare hat, in der ähnlichen Klamotte, in der wir Rick auf diesen Bildern gesehen haben, rumläuft und Rick halt für oder mit dem CRM zusammenarbeitet. Dazu kommt es, dass nach der Veröffentlichung dieses Bildes hier die Theorie bzw. die Gerüchte rumgehen, dass das CRM die A-Personen erstmal testet. Denn es wird gesagt, dass diese ganzen A-Personen erstmal zeigen sollen, was sie drauf haben und erstmal gegen ähnliche spezielle Zombies wie zum Beispiel den Schrottplatz-Zombie, nenne ich es jetzt mal, kämpfen, um halt zu beweisen, okay, sie sind wirklich würdig oder sie lohnen sich als potenzielle Unterstützung für CRM. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Knüller bekommen, sage ich mal, mehr oder weniger. Und zwar, wir sehen Michonne, oh Wunder, Wunder, Rick und Michonne-Serie. Ja, aber, denn sie hat CRM-Klamotten an. Ich nenne es mal ähnlich wie beim Rick diese Ankunftsklamotten, also diese Lederjacke mehr oder weniger mit diesen orange-roten Tönen. Und ja, sie läuft augenscheinlich in einem Video nicht alleine durch diese CRM-Stadt oder zumindest die Basis. Und denn es gibt einige Bilder, die zeigen, dass das CRM mehr oder weniger einen großen Stadtteil, ähnlich wie bei The Last of Us, abgesichert hat, um da halt ein relativ normales Leben zu führen. Es gab sogar ein paar Bilder mit so Einkaufsläden, so kleinen Buden, sage ich mal, wo halt Handel betrieben wurde, ähnlich wie bei den Saviors im Sanctuary. Jetzt stellt sich nur die Frage in Bezug auf Michonne, ist es eine Infiltrationsaktion von ihr, also geplant? Wurde sie vielleicht wirklich gefangen genommen? Oder wie genau kommt sie denn an diese Klamotten dran? Das sind natürlich jetzt Sachen, die wir natürlich noch nicht wissen. Ich finde die Theorie gar nicht mal so verwerflich, dass es mit Absicht natürlich sich gefangen lassen hat, um halt dahin zu kommen. In Bezug darauf muss ich sagen, ich freue mich auch echt sehr darauf, die Gruppe, mit der Michonne unterwegs ist, davon so ein paar Leute kennenzulernen. Weil zu denen haben wir ja so TV-mäßig, also serienmäßig, noch keine Informationen. Wie es in den Comics ist, weiß ich nicht. Aber Stand jetzt sind es halt einfach irgendwelche Leute auf Pferden mit komischen Lederrüstungen. Und ich nehme halt mal an, dass sie entweder, wie gesagt, gefangen genommen wurden oder, was ich eher mir vorstellen könnte, sich gefangen genommen lassen haben, um das CRM zu infiltrieren und Rick zu finden. Und eventuell trifft sie in diesem Zusammenhang dann auf den Rick in den schwarzen CRM-Klamotten, der quasi, sage ich mal, mehr oder weniger für bzw. mit dem CRM arbeitet. Und so haben wir schon mal unseren, sage ich mal, plot-twistigen Plot-Twist. Ja, und das waren zusammengefasst erstmal alle Informationen, die es soweit zum bisherigen Stand von The Walking Dead Summit. Ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt auch einfach immer mal so Ansammlungen an Informationen über diese Serien machen soll, auch zur Daryl Dixon Serie, wenn da Informationen rauskommen, oder soll ich vielleicht das in Shorts-Form machen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich habe ja schon mal gefragt in der Umfrage, ob ihr auch gerne YouTube-Shorts auf diesem Kanal sehen wollt. Ich denke, ich werde das mal eine Zeit lang probieren, weil die Umfrage ging schon eher in, nee, brauchst du nicht, ist okay so. Aber viele haben auch gesagt, jo, mach einfach mal. Und im besten Fall kann ich natürlich solche Informationen hier in dieser Form kürzer zusammengefasst in Shorts kundtun. Wenn ihr daran Interesse hättet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr aber sagt, hier, nee, macht bitte lieber ein langes Video daraus,
Schreibt das auch gerne in die Kommentare. Wir werden auf jeden Fall einen guten Weg finden, nehme ich mal an. Und jetzt seid mal am Ende wieder ihr gefragt. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was haltet ihr von diesen Leaks? Was denkt ihr, wird uns erwarten? Werden wir quasi einen vielleicht mehr oder weniger bösen Rick sehen, der für das CRM arbeitet und von denen mehr oder weniger überzeugt wurde, zu sagen, okay, unser Weg ist der richtige? Und allgemein freut ihr euch darauf, mehr über das CRM zu erfahren und auch natürlich mehr über die Gruppe zu erfahren, mit der Michon unterwegs ist? Ich auf jeden Fall. Vor allem bin ich sehr gespannt, wie sie das in einer so kurzen Spin-Off-Serie, wie ja Rick und Michonne werden soll, alles zusammenkriegen sollen. Da bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, teilt mir eure Meinung gerne in den Kommentaren mit. Und wenn ihr da unten seid und euch Informationen zu TV-Serien oder natürlich auch Filmen jeglicher Art interessieren, Theorien oder auch Reviews, dann lasst doch gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Ich würde mich sehr freuen. Und mehr will ich auch gar nicht rumlabern. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich natürlich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch. Und ja, bis dahin bin ich aber erstmal raus. Ciao.